Heute bei Transfermarkt TV haben wir viele interessante Gerüchte für euch. So unter anderem zu Julian Brandt. Geht es zurück nach Leverkusen? Dann möchte Barcelona wohl sofort Antonio Rüdiger von Chelsea verpflichten. Barca ohnehin ein großes Thema bei uns heute. Und wir haben on top noch die UEFA-Nominierten zum Fußballer des Jahres. Einsteigen wollen wir aber mit den brandneuesten Spielertransfers. So unter anderem Edouard Montagne. Der 28-jährige Keeper schließt sich Chelsea an, kommt für 25 Millionen Euro von Stade Rennes und bei den Blues könnte er den teuersten Keeper der Geschichte verdrängen, Kepa Arrizabalaga, der ja in der Kritik steht. Und auch ein junger deutscher Keeper wechselt den Verein. Vincent Müller ist gerade mal 20 Jahre jung und geht von den Würzburger Kickers zur PSV Eindhoven. Die Ablösesumme 500.000 Euro und sein Vertrag dort läuft jetzt bis 2023. Der SC Paderborn hat sich im Mittelfeld verstärkt. Svante Ingelsson kommt von Udinese Calcio für ein Jahr auf Leihbasis. Danach gibt es eine Kaufoption. Der 22-Jährige ist übrigens Kapitän der schwedischen U21-Nationalmannschaft. Das ist Kerim Calhanoglu, der Cousin von Hakan Calhanoglu. Der ist hier gerade mal 18 Jahre jung, spielt auf Schalke seit diesem Sommer für die U19. Jetzt haben die Knappen ihn mit einem Profivertrag bis 2024 ausgestattet. Die Elftal hat einen neuen Bondscoach. Frank de Boer folgt auf Ronald Koeman. Ist der Vertrag des neuen Coaches. Der läuft bis zur WM 2022 und das Debüt wird der neue Bondscoach am 7. Oktober gegen Mexiko feiern. Und auch heute müssen wir in aller Ausführlichkeit über den FC Barcelona und den großen Umbruch sprechen. Denn jüngst gab es den nächsten Abgang eines in den vergangenen Jahren verdienten Leistungsträgers. Luis Suarez schließt sich Atletico Madrid an für zunächst einmal 0 Euro Ablösesumme. In den kommenden Jahren können dann maximal 6 Millionen Euro Bonuszahlungen fließen. Insgesamt also ein Schnäppchen für Atletico. Und wenn wir uns die vergangenen Tage einmal nochmal zu Gemüte führen, dann sehen wir Arturo Vidal, Luis Suarez und Ivan Rakitic. Alle wurden sie abgegeben und alle für schmales Geld. Und mit diesen Daten noch einmal zur Erklärung, denn hier könnt ihr sehen, wie wir bei Transfermarkt die Marktwerte zusammensetzen. Sowohl die Vertragslaufzeit als auch das Alter des Spielers ist dabei von entscheidender Bedeutung. Und wie man unten sehen kann, die Ablösesummen sind dementsprechend niedrig bei derartigen Spielern. Barcelona benötigt trotzdem für den Kaderumbruch frisches Geld. Und das gab es dann auch noch, denn für den Semedo-Deal gab es 30 Millionen Euro Sockelablöse. Das liegt auch an seinem etwas jüngeren Alter. Mögliche Boni 10 Millionen Euro. Das heißt, man hat ein bisschen was zum Reinvestieren durch den Abgang von Nelson Semedo. So, und genau diese Ausgangslage, die macht sich auch gleich mal in der Gerüchteküche bemerkbar. Altgediente Spieler aussortiert, dazu ein bisschen frisches Geld wenigstens, heißt Barca muss einen neuen Kader formen. Und das erste Gerücht des Tages zu diesem Thema, das kommt vom Kicker. Denn das Fachmagazin berichtet, dass der FC Barcelona den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger sofort verpflichten möchte. Im Gespräch ist eine Leihe mit Kaufoption. Rüdiger ist übrigens der wertvollste Innenverteidiger im Kader beim FC Chelsea, aber unter Frank Lampard ist er nur noch die fünfte Wahl. Der Telegraph hatte dementsprechend auch schon berichtet, dass der Spieler die Situation so nicht akzeptieren möchte. Wir haben ein User-Zitat von Urs Kenner. Sicherlich hat er solide Defensivskills. Stellungsspiel und Spielaufbau sind mangelhaft. Dazu noch die Schwäche am Ball und zig Leichtsinnsfehler. Katastrophales Preis-Leistungsverhältnis, das wird Barca wohl eher nicht machen. Wir sind auch auf eure Meinung gespannt. Gerne in die Kommentare schreiben. Und die Marca bringt direkt einen weiteren möglichen Neuzugang für Barca ins Spiel. Edin Dzeko von der AS Rom, der könnte dann Luis Suarez 1:1 ersetzen. Zuletzt wurde Dzeko ja auch mit Juventus Turin in Verbindung gebracht. Die haben ja aber Alvaro Morata zurückgeholt. Sprich, vielleicht wäre Dzeko einer für Barcelona.
Julian Brandt ist aktuell in Dortmund nur zweite Wahl, ein bisschen außen vor. Der Grund, die starke Konkurrenz. Ja, viele junge Spieler, Stichwort Bellingham, Reiner und auch ein Marco Reus kommt zurück. Sport 1 hat nun berichtet, dass Bayer 04 Leverkusen wohl im Sommer angefragt hat. Ganz vorsichtig, damals gab es ein klares Nein der BVB-Verantwortlichen. Aber da Julian Brandt ja aktuell nicht mehr zum Stammpersonal zählt, hat man das Ganze wohl im Auge. Vor einem Jahr, da hatte Brandt ja bei seinem Wechsel aus Leverkusen nach Dortmund 25 Millionen Euro gekostet. Wir werfen nochmal an dieser Stelle einen Blick auf die Statistiken der Vorsaison. 42 Partien, 7 Tore, 13 Assists, Brandts Marktwert bei 40 Millionen Euro. Es ist schwer vorstellbar, dass Dortmund ihn gehen lässt, aber solange das Transferfenster noch offen ist, kann einiges passieren. Laut Transfermarktinfos ist ein früherer Dortmunder im Gespräch, was eine Bundesliga-Rückkehr angeht. Und zwar Maximilian Philipp. Der ist aktuell bei Dynamo Moskau unter Vertrag. Und sein Club soll proaktiv auf den VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt zugegangen sein und den Stürmer angeboten haben. Auch hier werfen wir nochmal einen Blick auf Statistiken in der Saison 19-20. 21 Partien, dabei immerhin 8 Tore. Das wäre jemand, der wohl Soforthilfe für beide Clubs bringen würde. Zwischen Tottenham und Inter soll es kürzlich Kontakt gegeben haben bezüglich Tanguy Ndombele. Das Ganze ist nicht zustande gekommen und soll vom Tisch sein. Nun haben die Spurs aber offenbar einen anderen Inter-Akteur im Fokus. Es geht um Innenverteidiger Milan Skriniar. Gianluca Di Marzio berichtet, dass Jose Mourinho wohl Fan des Slowaken sein soll. Im Weg steht aktuell noch die mögliche Ablöseforderung von satten 60 Millionen Euro. Laut Tutto Sport sind die Wolverhampton Wanderers offenbar an Douglas Costa von Juventus Turin dran. Der könnte beim Premier League Club den zum FC Liverpool abgewanderten Diogo Jota ersetzen. Bei Juve ist der frühere Münchner aktuell außen vor. Laut Daily Express haben der FC Liverpool und der FC Watford sich über Wechselmodalitäten um Ismaila Sarr geeinigt. Der 22-jährige Rechtsaußen könnte dementsprechend innerhalb Englands wechseln. Nur das Gehalt muss dem Bericht zufolge nur noch verhandelt werden. Freddy Bobic, der Sportdirektor von Eintracht Frankfurt, hat in einem Bild-Interview Bezug genommen auf die Gerüchte rund um eine Leihrückkehr von Luka Jovic. Daran sei überhaupt nichts dran, hatte Bobic gesagt und nahm damit Bezug auf den Bericht der spanischen Nachrichtenagentur EFE. Die hatten das Gerücht kürzlich ins Spiel gebracht. Und noch ein kleines Kuriosum, es sind nämlich zwei Berichte gleichzeitig aufgeploppt in England zum Thema Ousmane Dembélé. Der wird mit Manchester United in Verbindung gebracht. Der Daily Record hatte berichtet, dass Manchester United ernsthaft interessiert und dran sei. Und gleichzeitig kam ein Bericht vom Daily Mirror. Demnach sei ein Wechsel höchst unwahrscheinlich. Aufregung pur bei Mainz 05. Wir haben ja Anfang der Woche darüber berichtet, dass Adam Schalay sich einen neuen Verein suchen kann. Bei der Konkurrenz in der Offensive durchaus ja vielleicht auch verständlich. Soweit so gut. Doch dann gab es eine Trainingseinheit, die von der Mannschaft geschlossen boykottiert wurde, aus Solidarität zu Schalay. Das Ganze wird auch als Zeichen gegen den Trainer Achim Beierlorzer gewertet, gegen den es eine Auflehnung innerhalb der Mannschaft geben soll. Und wir sind mal gespannt, was für Auswirkungen das Ganze haben könnte. Einerseits auf dem Transfermarkt und natürlich auch für die kommenden Tage hinsichtlich des anstehenden Bundesligaspieltags. Und wir haben auch noch eine etwas positivere Meldung zu Kazuyoshi Miura. Der ist nämlich zum ältesten Fußballprofi der Welt geworden. King Kazu, so sein Spitzname, hat sein Erstliga-Comeback gegeben bei Yokohama FC mit sage und schreibe 53 Jahren. Das heißt, einmal im Umkehrschluss gesagt, er ist am 26. Februar 1967 geboren. Wow, das ist mal ein Alter. Wir sagen Glückwunsch nach Japan.
Alter schützt vor Toren nicht. Das hat man in der Geschichte immer wieder gesehen. Wir wollen euch dementsprechend in der Statistik des Tages heute die ältesten Doppelpacker der Top 5 Ligen zeigen. Aus deutscher Sicht auf dem obersten Rang Miroslav Klose. Der hat doppelt für Lazio getroffen in der Saison 2015-2016 gegen Palermo. In den Top 5 Graham Alexander, 38 Jahre und 6 Monate bei seinem letzten Doppelpack. Cedric Barbosa war sogar noch ein bisschen älter, nämlich 3 Monate und einen Tag, als er für Evian doppelt traf. Gianfranco Zola, das ist schon ein bisschen her, hatte mit 38 Jahren, 10 Monaten und 24 Tagen doppelt getroffen. Und ganz aktuell hat sich auf den zweiten Rang Zlatan Ibrahimovic geschoben. 38 Jahre, 11 Monate und 18 Tage doppelt gegen Bologna getroffen. Unangefochten an der Spitze, aber die Roma-Legende schlechthin. Francesco Totti, 39 Jahre, 6 Monate und 24 Tage. 2015-2016 doppelt gegen den FC Turin getroffen und Totti ist ja auch der älteste Torschütze in der Geschichte der Champions League. Hier nochmal die Übersicht. Die vergangene Premier League-Saison von Kevin De Bruyne war wirklich alleroberste Sahne. Dementsprechend wurde er auch ausgezeichnet mit dem Preis für den Spieler des Jahres in der Premier League. Und nun steht die nächste Preisverleihung an. Die UEFA hat die Nominierten für den Fußballer des Jahres bekannt gegeben. Und wieder mit dabei ist Kevin De Bruyne. Neben ihm 2 Bayern-Akteure, Robert Lewandowski und Manuel Neuer. Wenn ich mir einen von den dreien aussuchen dürfte, ich würde, glaube ich, Lewandowski nehmen nach dieser Wahnsinnssaison. Dann gibt es auch die 3 Nominierten zum Trainer des Jahres und es sind 3 deutsche Coaches. Jürgen Klopp, Meister mit dem FC Liverpool. Hansi Flick hat das Triple geholt, außerdem einen Mega-Punkte-pro-Spiel-Schnitt. Und Julian Nagelsmann, vielleicht so der Überraschungscoach, führte Leipzig ja ins Halbfinale der Champions League. Und auch diese Übersicht hier sehr, sehr deutsch geprägt, zumindest vom Verein her. Die Bayern sehr präsent bei Verteidiger des Jahres. 3 Bayern-Spieler. Manuel Neuer ist mit dabei. Thomas Müller, Thiago in der vergangenen Saison für die Bayern und natürlich bei den Stürmern Robert Lewandowski. Und wir wollen von euch natürlich unbedingt wissen, wer sind eure Favoriten? Also Torhüter, Verteidiger, Mittelfeld, Stürmer, vielleicht auch Fußballer des Jahres, Trainer des Jahres. Könnt ihr auf jeden Fall alles in die Kommentare schreiben. Gerne auch eure Meinung zu all unseren weiteren Themen. Wir diskutieren gerne mit euch. Und zum Abschied habe ich jetzt noch 2 weitere Videoempfehlungen für euch. Hier ist zum Beispiel eine Playlist mit den Transfertickern. Da könnt ihr euch nochmal alle Spielerwechsel des Sommers anschauen. Und unten haben wir ein Video-Special zum letzten Marktwert-Update der Bundesliga mit Gnabry, Davies und Co. Also durchaus auch sehr interessant. Schaut's euch an und wir sehen uns ganz bald hier auf dem Channel.